Hallihallo, Hallöchen. Wie übersetzt du kommen auf Deutsch? Und das ist Teil 2. Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Ich bin Anna von freegermanlessonsonline.com. Schön, dass du da bist. Das ist das zweite Video zum Thema kommen. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine wunderbar prächtigen, tollen Patreons. Und wer auf Patreon ist, weiß, dass ich Mama geworden bin und jetzt einige Monate nicht gearbeitet habe. Habt ihr am Freitag, den 13. Dezember, Zeit für einen Skype-Call? Hier gibt's mehr Informationen. Ich würde mich freuen. So, allgemein. Das ist auf Englisch eben auch general oder universal, aber eben auch common. Und hier haben wir ein paar Beispiele, zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht wird eingeführt. Also das allgemeine Wahlrecht ist, dass endlich jeder wählen kann. Das ist ein Fachbegriff, das allgemeine Wahlrecht. Gibt es die allgemeine Wehrpflicht in deinem Land? Also das heißt, müssen alle Männer oder vielleicht sogar auch Frauen und Männer ein Jahr oder ein paar Monate zur Bundeswehr bzw. zum Militär gehen? Im Allgemeinen, das ist ein schönes, kleines, ja, eine schöne Phrase, die ihr auswendig lernen könnt. Wer im Allgemeinen zufrieden ist, ist nicht so oft krank. Oder hier, er ist zufrieden, er ist gesund, unzufrieden und ist krank. Im Allgemeinen, die Ziele wurden im Allgemeinen erreicht. Also das heißt, vielleicht nicht alle Ziele, aber die meisten Ziele. Das ist im Allgemeinen. Zur allgemeinen Überraschung. Also hier ein ganz typisches Adjektiv, auch zur allgemeinen Überraschung oder zur allgemeinen Freude. Also hier gibt es viele, viele Optionen. Jeder hat gedacht, dass sie ihren 60. Geburtstag feiert. Zur allgemeinen Überraschung hat sie nichts gemacht. Solche Wendungen muss man auswendig lernen zur allgemeinen Überraschung. Allgemeine Hinweise zum Studium finden Sie hier. Allgemeine Hinweise, also so etwas wie General Information. Leider ist der Text so kompliziert, dass er nicht allgemein verständlich ist. Ja, nicht alle können ihn verstehen. Das ist also noch eine weitere Bedeutung von allgemein. Jetzt gibt es noch gemeinsam. Und wir sehen, gemeinsam ist auch ziemlich leicht. Also, ich wusste nicht, dass er ein gemeinsamer Freund ist. Sie hat einen Freund, er hat einen Freund. Ha! Und beide haben einen gemeinsamen Freund. Und das nächste Beispiel ist genau gleich. Sie haben gemeinsame Interessen. Sie hat das Hobby Fahrradfahren, er hat das Hobby Fahrradfahren. Das ist ein gemeinsames Hobby oder ein gemeinsames Interesse. Und hier im Unternehmen sagt die Chefin, wir müssen gemeinsame Schritte unternehmen, also alle müssen diesen Schritt übernehmen, müssen diese Schritte machen, unternehmen. Gleiche Situation, die Leute in der Firma diskutieren, wir diskutieren gemeinsam, wir versuchen eine gemeinsame Basis zu finden, also eine Basis für alle. Ich denke, das war nicht so schwierig. Ganz zuletzt haben wir noch gewöhnlich oder ordinär. Auch das ist eine Bedeutung von common, die eben mehr mit simple oder vulgar zu tun hat. Und stellen wir uns vor, das ist ein Türsteher in einem Club, der nicht so toll ist und seine Sprache ist gewöhnlich oder eben ordinär. Also nicht nur einfach, sondern ja, es ist negativ, wenn man sagt ordinär. Das ist negativ. Gewöhnlich ist ein bisschen neutral, aber hat natürlich auch einen negativen Touch. Wir sind ganz gewöhnliche Sterbliche, also wir alle sind einfach nur ganz normale, ganz gewöhnliche Menschen, an denen nichts Besonderes ist. Kein Mensch ist besser als der andere Mensch. Das ist diese Bedeutung von gewöhnlich. So, meine Lieben, ihr wisst, sicherlich auf Patreon kannst du mich unterstützen, und zwar für nur 3
Dollar im Monat. Und ja, herzlichen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich super. Und hier kannst du mich abonnieren, meine Webseite anschauen und viel, viel wichtiger natürlich, lernen weiter, nicht aufgeben. Deutsch ist schwierig. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen helfen. Wenn du Wünsche oder Ideen hast, dann melde dich doch, schreib mir unter das Video. Und ja, auf Patreon gibt's ganz, ganz viele Sneak Previews immer zu den neuen Videos. Tschüss, meine Lieben. Bis bald.